Hebamme, ja, das ist eigentlich der spannendste Beruf schlechthin. Dieses erste Mal, wenn die Eltern das Baby sehen, da dabei sein zu dürfen, das ist schon was unglaublich Kostbares. Wir sind relative Adrenalin-Junkies hier in dem Beruf. Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Ich finde, das ist für mich immer ein Abenteuer. Das ist ein Beruf, wo man sehr nützlich ist. Man spürt das direkt. Dieser geballte Glücksmoment, wenn man das zusammen geschafft hat mit dem Paar, und dieser erste Schrei und man war dabei, dann ist man so erleichtert und kriegt auch so viel Dankbarkeit von den Eltern auch zurück. Man weiß, man bleibt immer in Erinnerung von der Frau. Wir teilen einfach ganz besondere Glückmomente, wo nirgendwo mehr zu sehen wird. Manchmal kommen dann auch die Tränen gekullert, weil einfach dieses Glück so da ist. Am Anfang habe ich bei jeder Geburt geweint. Als Frau, als Ärztin und als Mutter freue ich mich jeden Tag, dass ich die Frauen und Familien begleiten und wenn notwendig auch unterstützen kann. Der schönste Moment für mich ist das Wochenbettbetreuung. Du siehst mal, wie wächst diese Beziehung, diese Bindung zwischen Vater, Mutter und Kind. Dass die lernen, dieses Kind zu vertrauen, denn ist für mich so eine große Erfüllung. Mein Beruf ist für mich Berufung, den ich mit Leidenschaft ausübe. Für mich ist es jeden Tag aufs Neue schön zu sehen, wie Sie als Familie in den ersten Tagen zusammenwachsen. Also das Schöne an dem Beruf ist einfach die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, also sowohl im Kreißsaal zu arbeiten und auch in der Freiberuflichkeit und die Möglichkeit, sich auch in verschiedene Richtungen weiterzubilden. Ich bin doch irgendwo mein eigener Chef, ob das nur hier in der Klinik ist, ob das draußen bei den Kursen, bei den Hausbesuchen ist. Ich habe sehr, sehr viel Freiheiten. Wir haben sehr, sehr viele Nationalitäten und dadurch sind auch sehr, sehr viele Sprachen vertreten. Fast alle Patienten finden sich immer bei uns zurecht. Es ist besonders, dass wir uns untereinander eigentlich sehr oft und auch sehr gut kennen. Es ist eine familiäre Arbeitsatmosphäre, es ist ein entspanntes Arbeiten meistens und das macht natürlich zum einen sehr viel Spaß. Und zum anderen ist es aber auch einfach so, dass sich das in der Arbeit tagtäglich auch niederschlägt. Wir lachen viel miteinander, wir kommen einfach gut miteinander zurecht und so können wir unsere Patienten auch viel, viel, viel besser betreuen.